Der Ilmaz Z. ist sich gewöhnt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Aber was der IV-Rentner heute am frühen Morgen durchmacht, das stellt alles andere schon Erlebte in Schatten. Eine Horde Jugendliche attackiert am Zürcher Hauptbahnhof den Ilmaz Z. und rührt ihm alles an, was ihm gerade in die Finger kommt. Der Ilmaz Z. ist seinen Angreifer ausgeliefert und wird durch den ganzen HB gehitzt. Das Opfer ist wütig und immer noch unter Schock. Angefangen hat alles schon im 31er Bus. Der Ilmaz Z. fährt von der Langstrasse am Bahnhof. Im Bus pöbeln ihn die Jugendlichen an. Wo er aussteigt, versucht der Ilmaz Z. vor ihnen zu flüchten. Nein, Angst und Geld habe ich keine. Komm daher, komm der Hurensohn, komm, ich bin kein Hurensohn. Ja, wie möglich, die haben wie immer gesagt, meine Mutter ist gestorben, lass meine Mutter in Ruhe, Baby. Doch der IV-Rentner ist allein und zu langsam. Die Jugendbande bewirft ihn mit Holzscheit und Holzlatte von einer Baustelle am HB. Und rechts, links und haben sich versteckt. Wenn ich auf einer gegangen bin, der andere hat mich von hinten angreifen mit Latten. Genau da haben sich am Anfang einer von denen sich hinzumachen, so hinterschleichen, so unschuldig. Da haben wir genau da hineingepackt, eigentlich, genau da zu. Sie haben irgendeine Kopfverletzung, was haben Sie ins Gefühl? Ziemlich sicher, eine Hirnentschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Und darum gibt es noch eine letzte Zigarette und dann geht es ab zur Untersuchung, im Notfall am Unispital.